Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch eine Maske ausprobieren und zwar aus meinem Muttertagsgeschenke-Koffer, hätte ich fast gesagt. Das habe ich zum Muttertag geschenkt bekommen, natürlich noch mit ganz vielen anderen Dingen und ich würde die Maske jetzt aber gerne einmal mit euch ausprobieren, mit euch testen, ein First Impression machen. Ich kenne die Maske nicht. Ich glaube, ich habe sie auch noch nie ausprobiert. Das ist die Isana Q10 Maske von Rossmann und wir lesen einmal, was genau drauf steht. Isana Maske Q10 Anti-Falten Power, Faltentiefenreduktion bei 80% der Testerinnen. Na, also das ist aber ein tolles Versprechen. Schauen wir uns gleich mal an und lesen erstmal, was sie genau machen soll. Wirkung: die Isana Q10 Anti-Falten Power Maske mit, ich kann es nicht lesen, ist so klein. Tripetit ist eine straffende Sofortpflege, die das Mikrorelief der Haut verfeinert und Fältchen reduziert. 100% hautverwandtes Q10 wirkt als Energielieferant der Zellen und kann so ihre Regeneration unterstützen. Ergebnis: das Q10 Antifalten Power, die Q10 Antifalten Power Maske reduziert die Faltentiefe bereits nach nur einer Anwendung. Na, das überprüfen wir doch gleich mal. So soll das aussehen nach der In-Vivo-Studie. Ich möchte mal Zweifel anmelden. Wir werden das gleich einmal überprüfen. Und für fester und definierter wirkende Gesichtskonturen und ein glattes Hautbild. Anwendung: nach der Reinigung großzügig und gleichmäßig auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, Augen- und Mundpartie aussparen. Nach 10 bis 15 Minuten Einwirkzeit das überschüssige Produkt einmassieren oder mit einem Kosmetiktuch abnehmen. Regelmäßig mehrmals wöchentlich anwenden. Wir empfehlen Ihnen anschließend die Q10 Tages- oder Nachtcreme zu verwenden. Genau, das probieren wir jetzt einmal aus. Haben wir denn hier die Q10 Tages- oder Nachtcreme? Da würde ich ja ganz gerne mal gucken. Eigentlich hatte ich hier irgendwo eine Creme gesehen, die ich bekommen habe, aber ich sehe sie nicht. Dann würde ich mal sagen, probieren wir dann gleich nochmal ein anderes Produkt aus. Ich habe hier ja auch noch was anderes Schönes bekommen für die Falten. Da werde ich gleich nochmal gucken, was wir da noch Schönes haben. Jetzt probieren wir aber erstmal die Maske aus. Das sind ja hier so zwei Dinge. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer viel zu viel ist für mich. Ich würde sagen, dass ihr euch nochmal so ein bisschen jetzt anguckt. Ich habe natürlich die eine oder andere Falte. Ja, ist ganz logisch. Ein bisschen näher rankommen und dann gucken wir uns gleich mal an, wie das nach dem Auftragen der Maske aussieht. Ich habe jetzt leider auch keinen, das ist hier so ein Knuddelding, da kannst du so aufreißen. Ich habe jetzt leider hier auch keinen Maskenpinsel, deswegen werde ich das einmal ganz normal, wie ich das ja auch normalerweise mache, mit den Fingern auftragen. Erstmal will ich riechen. Ich bin ja so ein Riechtyp. Wie riechst du denn? Sehr zäh natürlich. Ja, das riecht ein bisschen nach Nivea oder nach einer Dove-Creme. So. Machen wir erstmal die Stirn. Nicht so in die Haare, weil ich ja noch weg muss gleich. Wir gehen nämlich nach Lübeck gleich oder fahren. So. Genau, also ich würde das jetzt auch 15 Minuten drauf lassen. Ich muss mein Video noch schneiden, was ich eben gedreht habe. Das werde ich dann flugs einmal hinter mich bringen. Und dann können wir das wieder abnehmen. Man soll es ja, wie gesagt, mit einem Kosmetiktuch abnehmen oder einreiben in die Haut, einmassieren oder beides. Deswegen machen wir das dann natürlich einmal. Es windet hier ordentlich. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber ich würde gerne das Fenster auflassen. Ich bin so voll auf frische Luft in letzter Zeit. Ich weiß auch gar nicht. Es tut mir so wahnsinnig gut, die frische Luft. Ich schlafe ja auch mit offenem Fenster und insofern, es ist immer eine Überwindung, das Fenster zuzumachen, aber wenn es so doll windet, dann mache ich das dann doch mal zu, weil die Türen nämlich nicht dicht sind hier in meinem Zimmer und dann zieht das. Das ist auch nicht gut. Also es lässt sich wunderbar auftragen, der Geruch ist wirklich sehr, sehr schön, schöner, cremiger Duft, der mir wirklich auch gerade sehr gut tut in der Nase, muss ich sagen. Es lässt sich weich auftragen, fühlt sich an wie so eine sehr dicke Gesichtscreme von Nivea oder so, lässt sich auch schön verteilen.
Und wir machen das mal ganz nutsche, ganz langsam und tragen das schön sorgfältig auf und auch schön dick. Das ist immer noch viel zu viel drin, ne? Ich sag's euch, ja, also ich würde sagen, ich mache da gar nicht alles drauf. Ich möchte meinen Hals jetzt auch nicht so gerne mit, naja gut, machen wir den Hals noch mit, komm. Ich wollte nicht so gern, weil manchmal kriege ich das Zeug nicht mehr so gut ab und er knödelt das, da ich ja noch weggehe. Würde mich das vielleicht so ein bisschen nerven, hatte ich gedacht, aber wir haben noch echt viel. Und deswegen machen wir das einfach so. Was ich auch nicht mag, ist, wenn man Masken nochmal so aufbewahrt in so einem Plastikding. Manchmal vergesse ich das dann und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich da die Hälfte wegschmeiße. Deswegen einfach alles drauf und weg ist. Mir das doch in die Haare geschmiert, ne? Versucht auch ruhig immer so ein bisschen Massage noch zu machen. Das mache ich auch sehr gerne, dass man dann noch so ein bisschen die Schlacken abtransportiert, die sich eventuell im Laufe des Tages gebildet haben, weil das nämlich richtig gut funktioniert mit vielen Masken und auch mit dieser hier. Jetzt bin ich hier durch, wie ihr seht. Ich habe alles rausgequetscht und mache jetzt einfach mal so eine leichte Massage noch. Versucht immer von innen nach außen zu transportieren. Aber hier solltet ihr dann nach oben gehen, ohne die Haare natürlich nach Möglichkeit zu verschmutzen. So, das soll reichen. Jetzt würde ich sagen, ich lasse das Ganze einmal einwirken und wir sehen uns nach 15 Minuten wieder. Ich habe mir jetzt auch noch ein bisschen hier auf die Hände gegeben. Das ist auch immer noch eine gute Idee, weil auch die Hände unsere Spiegel der Seele sind. Also da können wir immer das wahre Alter einer Frau ablesen und insofern sollten wir das auch immer ein bisschen mitfliegen. Ich hatte ja jetzt hier auf beiden Händen noch Produkt, das gebe ich mir hier drauf und dann gehe ich in Ruhepause. Meine Lieben, wir sind soweit und ich müsste jetzt mal gucken, das spannt alles ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Ich habe gerade ein Telefonat geführt, ich muss mal eben gucken, wie das jetzt mit dem Abnehmen war. Wir sollen es einreiben, richtig? Mal eben schauen, was da war. Nach 10 bis 15 Minuten Einwirkzeit das überschüssige Produkt einmassieren oder mit einem Kosmetiktuch abnehmen. Gut. Einmassieren, alles kein Problem. Gucken wir mal. Wir haben ja ganz schön viel drauf gemacht. Und das Überschüssige nehme ich dann gleich ab. Lässt sich ein bisschen schwierig einmassieren. Und ich weiß auch nicht, ob das dann angenehm ist, wenn man das jetzt drauf behält. Weil, wie gesagt, ich möchte noch weggehen gleich. Also. Das soll mir ja jetzt hier auch niemand ansehen, dass ich gerade eine Maske gemacht habe. Wie ihr seht, ne, alles sehr knödelig. Also dran lassen würde ich das jetzt nicht so gerne. Guckt mal, es sieht ja jetzt nicht so schick aus. Ne? Es fällt auch alles ab. Ist ja auch in Ordnung, steht ja auch drauf. Aber nicht wundern, ich habe Rosazea für meine neuen Zuschauer. Werde natürlich rot, wenn das... wenn ich da so doll dran rumreibe. So, und dann würde ich mal sagen, nehmen wir das mal ab, ne? Ich habe jetzt hier so ein Tuch. Fliegt hier alles durch die Gegend, ich sag's euch. Aber ich muss eh sauber machen, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Aber meine Haare sehen natürlich jetzt wieder fettig aus hier oben, was ich nicht so gerne habe, aber... mehr zu überleben. Und dann würde ich gerne mal gucken,
ob das irgendwas gemacht hat. Aber wir nehmen erstmal sorgfältig alles ab. Geht auch ganz gut, muss ich sagen. Erstaunt mich jetzt gerade. Also ich bekomme alles schön ab. Das freut mich ja. Der Hals. Ist gleich auch so ein Peeling. Wisst ihr, was ich meine? Durch das harte Tuch, was ich hier habe. Es ist ja ganz schön... die Kosmetiktücher sind ja doch schon ganz schön hart, teilweise jedenfalls meins. Da brauche ich nicht peelen. So. Haben wir. Und dann gucken wir mal. Seht ihr, dass ich schöner aussehe und dass es geglätteter ist? Was sagt ihr dazu? So ein bisschen habe ich noch. Ne? Das ist immer das, was man soll es halt auch abends machen und nicht, wenn man gerade noch mal irgendwo hin will. Ist ja auch meine Schuld jetzt. So, ich gehe jetzt aber mal ans Vergrößerungsglas. Ihr habt ja jetzt schon geguckt und möchte mal sagen, dass ihr sehen könnt, ob es irgendwie glatter geworden ist. Also ich finde, dass das immer noch so ein bisschen spannend tatsächlich. Und es fühlt sich sehr eingecremt aus, so wie als hätte ich eine dicke Schicht Nivea drauf gehabt, die sich jetzt so ein bisschen in die Haut eingezogen, also ein bisschen eingegangen ist in meine Haut. So fühlt sich das gerade an. So, mal gucken. Also es sind überall Knödel dran, wenn ich jetzt hier mit dem Vergrößerungsglas gucke. So kann ich auf keinen Fall raus. Da muss ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen nochmal genauer arbeiten hier. Ja, hier habe ich noch ein paar Make-up-Reste. Aber, also ich will ja jetzt nicht übertreiben, ja. Aber ich finde tatsächlich, dass es ein bisschen... etwas für meine Falten getan hat. Es sieht tatsächlich ziemlich glatt aus. Ich drehe euch mal um mit meiner anderen Kamera, da kann man das besser erkennen. So, was meint ihr denn? Wie sieht das aus? Miley, aus! Aus! Also ich finde, das hat ein bisschen was gemacht. Keine Ahnung, also es sieht glatter aus, es sieht gepflegter aus. Natürlich, ich habe überall die Knödel, das ist schon richtig, aber trotzdem sieht meine Gesichtshaut, es hat sich verfeinert hier am Auge. Es sieht auf jeden Fall schöner aus. Ja, sieht man vielleicht, also es ist nicht mehr ganz so tief wie eben. Ja, also da sieht man es ganz besonders, es ist ausgeglichener, es ist nicht mehr ganz so tief in der Falte oder in den Fältchen, es sieht so ein bisschen aus wie unterpolstert. Klar, wenn ich es so mache, ne, kann ja nicht weg sein, aber so, wenn man keine Mimik zeigt, dann ist es ein schönes Ergebnis. Also ich bin gerade so ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Wirklich. Sehr schön. Mensch, da machen wir das doch mal öfters. Ja, alles gut. Ja, mein Lieben, also das ist auf jeden Fall ein positives Ergebnis. Ich werde jetzt mal versuchen, meine ganzen Knödel hier abzuoperieren. Und dann würde ich euch tatsächlich empfehlen, diese Maske einmal auszutesten. Wenn wir das abends machen und dann vielleicht damit schlafen gehen und morgens aufstehen, ich könnte mir vorstellen, dass wir dann ein richtig tolles, faltenfreies Gesicht bekommen. Nee, Spaß, aber es macht auf jeden Fall etwas. Und ich finde auch, dass selbst wenn ich lache, sieht das nicht mehr ganz so faltig aus wie vorher. Aber man kann sich auch viel einbilden. Trotzdem, mein objektives Ergebnis ist auf jeden Fall positiv. Und ich empfehle euch, das auszuprobieren. Es fühlt sich sehr angenehm an. Es ist jetzt so ein bisschen... ja, sehr gepflegt und sehr reichhaltig und ein bisschen wachsig, aber trotzdem unheimlich schön, wenn ich das anfasse. Die blöden Knödel nur nicht wären, ne? Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!